Moin, liebe Urbami, und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog, Privat-Vlog, VIP-Log, Vlogholz. Und zwar ist diesmal der MC Disaster auch mit am Start. Servus! Und ja, bei uns ist ja heute Autoshow in Schwabach und ihr wisst ja, dass ich immer so Sachen mit euch privat teile. Und deswegen dachte ich mir, wir gehen jetzt einfach mal drüber und dann schauen wir doch einfach mal, was wir da so für schöne Fahrzeuge finden. Ich würde mal sagen, als allererstes, bevor die Aufnahmezeit dafür nicht ausreicht, ich habe leider jetzt bloß 20 Minuten frei auf dem Handy. Ich muss mir unbedingt meine Vlog-Kamera holen. Zeige ich jetzt erst einmal schön ein paar nostalgische Fahrzeuge, Oldtimer. Ihr wisst ja, dass ich so auf diese alten Dinger stehe. Da hätten wir als erstes hier erstmal so ein komisches Moped, Auto, Dingster, Bumster, hast du nicht gesehen? Dann als nächstes haben wir einen wunderschönen alten Wartburg. Wahrscheinlich noch von den Volkerwerke in Russland. Auf jeden Fall die derzeit, so wie es ausschaut. So, und als nächstes haben wir einen alten Trabant. Stimmt zu. Sogar als Bobbycar. Sogar als Bobbycar. So, als nächstes haben wir irgend so ein Fahrzeug, wo ich nicht weiß, was das ist. Da steht nur Joker hinten drauf. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Moped, Mofa. Schau mal dieses alte Ding an, Alter. Der schaut irgendwie aus wie selbst gebaut. Meiner Meinung nach. Ja, als nächstes nochmal ein Trabant. Schön, alles noch wunderschön aus Chrom. So, als nächstes haben wir ein Lader, den was meine Mutter mehr haben will. Meiner Mutter ihr Traumauto. Jetzt stehen wir wieder die Leiter im Weg. Das will eigentlich meine Mutter immer haben, dieses Fahrzeug hier. Dieses Fahrzeug, aber diese Marke. Ja, das ist der Lader Junior oder wie der heißt, den will meine Mutter mal haben. Also schaut euch mal an, wie das Chrom mehr oder weniger meine Kamera blendet, ey. Ist ja auch eine geile Karre, ich denke mir die theoretisch auch, ja? So Leute, wenn wir dann schon dabei sind, dann können wir gleich mal weitermachen. Dann gehen wir doch gleich mal darüber. Schaut euch diese schönen alten Motorräder an. Sogar mit Cappy. Servus. Jetzt ist meine Kollegin auch auf dem Video drauf. Ah, das sind ja unsere Motorräder. Ja, da hinten ist der Motorrad, da kannst du gleich den Scheiß hinten rein tun. So Leute, dann kommen wir mal, machen wir mal da drüben die Quads. Ab zu die Quads. So, dann hätten wir einmal hier den da. Und dann hätten wir den da. Jetzt müssen wir mal kurz hier so machen. Da hätten wir den da. Hey, ja, schon mal sehen, sogar Remus-Style-Quad. Den wollte ich jetzt zum Schluss nehmen, jetzt hast du gespoilert. So Leute, und weil ihr kennt ja die Revolution von unserer Crew, was darf natürlich nicht fehlen? Ein Revo-Style. Den müssen wir jetzt, kann ich jetzt leider nicht komplett aufnehmen, weil der mir drauf hockt. Und ich weiß nicht, ob der Kerl auf YouTube landen will. Tö. So, dann hätte ich mal gesagt, dann schnappen wir uns als nächstes mal kurz da die drei Volvos. Wie viel haben wir überhaupt noch? Oh, nur eine Viertelstunde. Da hätten wir einmal hier einen Volvo. Dann hätten wir nochmal einen Volvo. Und nochmal einen Volvo. Das Lustige an den Volvo-Geländewagen ist, die haben alle irgendwie das gleiche. Und ich muss hier gleich wieder weg, weil hier ist laute Musik. Ich muss hier gleich wieder weg. Dann stellen wir mal ganz kurz nach unten ein, weil da sind auch noch ein paar Oldtimer.
Und das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Und als allererstes, bevor die anderen Autos angeschaut werden, wird erst einmal dieser wunderschöne Audi Quattro angeschaut. So, alle Hater dürfen jetzt haten, gell, Chameleon? Dafür kriege ich bestimmt von Chameleon einen Dislike. So, dann schon allein, weil wir BMW auslassen werden. Schau mal, was hinten im, Schild, im Name drin ist. NKO. Dann haben wir einen, das könnte ein Manta sein. Nee, fehlt, Manta ist Opel. Fehlt nur noch die Manta. Was ist das für ein aber? Capri. Ja, aber da hat sehr große Ähnlichkeit von vorne mit Manta. Ja, aber Manta ist von Opel. Und da hätten wir hier noch einen wunderschönen alten Käfer. Dann pausiere ich mal gleich, dann bin ich gleich wieder für euch da. So Leute, da bin ich wieder. Dann haben wir hier irgendwie so einen, keine Ahnung, Mistengeburtenfahrzeug. Schaut irgendwie nicht so gut aus, finde ich. Aber Andrew G, wie würde sich jetzt hier ganz, wie im Paradies fühlen, ist ja so ein Peugeot-Fan mittlerweile. Jetzt ein bisschen hier auch vertreten. Na, hier ist wahrscheinlich so die Asia-Ecke. Wir müssen bloß immer aufpassen, dass wir Leute nicht mitnehmen. Ah, hier haben wir den Reverse-Style. Revolution ist auch wieder on the road. Ich glaube, der ist überall on the road again. Ich muss bloß immer wieder runter, Leute, weil da sind überall Leute. Und die Leute von heute wollen, glaube ich, nicht alle auf YouTube landen. Dann haben wir hier nochmal ein schönes Auto und hier. So, dann kommen wir weiter zu Swift Suzuki. Und hier nochmal Suzuki. Jetzt machen wir erstmal Suzuki. Und da. Ich frage mich, wo die ihre Motorräder versteckt haben. Und Suzuki macht ja auch Motorräder. Oh nein. Was? Oh mein Gott. Da müssen wir auf jeden Fall vorbei. Oh ja. So. Ich würde euch gerne das jetzt ausgiebiger zeigen, aber das Problem ist, dass ich kaum noch Aufnahmezeit habe und deswegen kann ich euch das leider nicht ganz so ausgiebig zeigen, wie ich es gerne machen würde. Ja, wir sehen uns gleich wieder, dann bin ich bei den nächsten Fahrzeugen. Bis gleich. So Leute, und jetzt geht's weiter hier. Peugeot. Was ist das eigentlich? Mitsubishi? Oder mit Schuhbishi? Also die einfach nur mit Schuhe fahren. Also am besten nur ohne Schuhe fahren. Mit Schuhbishi, Also am besten nur ohne Schuhe fahren, Leute. Mit Schuhbishi. Ja, Mann. Aber da haben sie wenigstens richtig schön die Schilder hingeklatscht, dass du siehst, was die kosten sollen. Ja, die meisten Fahrzeuge kennen wir eh schon mittlerweile von den Autohäusern. Oh je, meine. Und jetzt kommen wir gleich zur Power Trio und seiner THW. Jetzt würde ich gerne zum Spruch sagen, aber das geht ja nicht gerade. 1000 Hektoliter Wein kommt jetzt, ja? Darf auch gern passieren. Vlog. Ich glaube, wir wurden schon erkannt und entdeckt. Ja, aber hier ist kein. Lust, eine. Ah, da ist Power Trio, den hört man gerade im Hintergrund und da ist die THW. Hey Leute, die haben ein neues Auto, schau. Aua. Sein Merch hat er an. Gleich Werbung, ne? Natürlich, Alter. Wenn ich schon wieder Vlog mache. So, da haben wir auch noch ein schönes Lichtmast-Fahrzeug. Dann haben wir hier noch Mercedes. Hat er einen Abstandssensor? Ne, hat er nicht drin. Der Corona beim Abstandssensor würde er kippen. Dann bin ich gleich wieder für euch da. Bis gleich. So Leute, hier bin ich wieder und dann sind wir gleich mal hier bei einem, naja, leichten Revo-Style. Bei Hyundai. Ey, schaut mal Leute, der volle Schlitzauge hier. Japse. Oh mein Gott. Das ist kein MX-5, das ist ein Fiat. Für Italiener ausreichende Technik. Guten Morgen. Ja. Hat er auch. Da, Alfa Romeo, richtig geil. Dann haben wir hier nochmal ein Alfa Romeo. Lol, die machen jetzt auch schöne SUVs, haben die auch da mittlerweile. Dann Jeep. Yep. Da muss das J wegmachen und SH hinmachen. Jeep. So Leute, dann halten wir das mal von der Seite und dann bis zum nächsten Fahrzeug. So Leute, da bin ich wieder, nachdem ich dreimal auf Wiederaufnahme geklickt habe. So, da haben wir einen Mustang, das ist MCs Lieblingsfahrzeug.
Schade, dass da keine Super Snake steht, das wäre schöner. Falls irgendjemand das von vorzieht, stell doch bitte nächstes Jahr eine Super Snake hin. Aber das ist wenigstens die GT-Version, Leute. Aber keine Super Snake. Ja, nee, erst nur einer und dann. Und für alle, die sich jetzt fragen, was das ist ein Shelby Mustang GT 500 oder allgemein also, Shelby Mustang. Ist das Mustang. Eine Super Snake oder was? Das hier nicht, nein. Leider nicht. Habe ich mir schon gesagt, an die Leute von Ford, stellt in Zukunft eine Super Snake hin. Das ist ein ganz normaler Mustang, aber nicht von Shelby mitgebaut. Ja. Aber ich wollte mal erklären, was eine Super Snake ist, weißt du? Ach so, so ist das. So. Und der Super Snake ist nochmal ein Das ist wohl so ziemlich das bescheuertste Auto überhaupt von der Post gebaut. Der Street Scooter, da haben sich die Zusteller auch schon massenweise drüber beschwert, weil die scheiße Dinger scheiße sind für nochmal was. Die schauen auch übelst hässlich aus. Aber gut für Entführungen. Die Klappe ist groß genug, um jemanden reinzustopfen. Ja, fangen wir gleich mit dir an. Leute, schaut doch mal die Heckklappe an, die geht seitlich auf. Auch mal nice. Den hat man schon. Dann gehen wir hier mal weiter. Unseren Revolution-Style. MC verkauft seinen jetzt und kauft sich den. Ich glaube, das mache ich wirklich. Dann haben wir hier noch. Das ist ein neues Modell, ne? ST Line. Da muss ich ja doch ein sportlicher sein. Ich glaube, ich verkaufe mal echt. So, dann haben wir hier nochmal einen. Okay, dann hätten wir die schon mal fertig. Ne, da ist noch der die Transe fehlt noch. Die Ford Transe. Alter, muss ich voll im Bogen laufen, Leute. 30 Kilometer Bogen, Alter. So, haben wir auch. Dann würde ich jetzt mal sagen, dann pausiere ich mal gleich und entscheide mal, wo ich hingehe. Bis gleich. Genau. So, Leute, ich habe mich entschieden. Weiter geht's hier bei der Tuningfirma Alsto oder ja, irgendwie so halt. Alsto Car Tuning. Schaut euch mal diesen wunderschönen Revolution-Style Hammer. An. Da, für alle, die nicht wissen, wie eine Federung ausschaut, jetzt wisst ihr es. Ja, habe ich. Dann hier noch einen wunderschönen Citroën, glaube ich, ist das. Citroën DS. Dann für alle, die Helme brauchen, da habt ihr eine Firma, wo ihr Helme kaufen könnt. Allgemein wird jetzt diese Ecke wieder was für ein Andro. TV. Lauter Mopedler. Ja. Kundenfahrzeug, bitte nicht berühren. Ich glaube mal, das sind alles Spielzeuge für ein Andro. TV. So, und jetzt kommen wir in die Chamäleon-Ecke. Das sind CLA auch. Hey, nein, das sind keine BMWs. Ah, hatte ich. Ich habe mich jetzt in den scheiß Benz da getäuscht. Aber ihr kennt mich ja, Failen macht mir mega Spaß. Wieder reingefailt. Wie würde Charlie jetzt sagen? Gefettfingert? Jetzt habe ich mich gefettfingert. So Leute, da haben wir einen 4-Matic. Es ist wahrscheinlich ein Automatikgetriebe mit 4-mal drin. Also da dann unten so nebeneinander 4 Automatikgetriebe. Ja, ob's Arschgeschmarrn wieder unter Ruder gehen. Den aber auch schon, ne? So, da geht's weiter mit Benz. Jeder Stenz fährt ein Benz. So. Falls ihr euch ganz genau fragt, wo wir sind hier gerade bei Krieg der Sterne. So Leute, und hier ist einmal Grauzone. Dieses Fahrzeug kann man überall hinstellen, wenn kein Parkplatz da ist. Nein, das Ding heißt Grauzone. So, meine Leute, mal jetzt gesagt, wie man dieses Ding nennt. Nicht Smart, sondern Grauzone. So. Jetzt kommen wir wahrscheinlich noch in die Chamäleon-Ecke. Ja klar, aber die überspringen wir. So allein Chamäleon zuliebe. So. Da haben wir natürlich wieder die übelsten, mega brutalen, fetten Bonzenkarren. Und dann hätten wir noch einen Bus von Mercedes. Da. Da haben wir nochmal einen Bus von Mercedes, einen Vito ist das wahrscheinlich. Und wir wollen ja nicht so zu Chamäleon sein. Wir wollen Chamäleon ja nicht demütigen hier in diesem Video, also zeigen wir auch BMWs. Nein, wie kannst du das bloß tun? Jetzt ist meine Kamera kaputt. Ja. Da unten ist noch ein VW. Inzwischen zeige ich mal einen Schwenk zu den Opels. Genau, und einen kleinen Schlenkerer zu den Popels.
Corsa. Ich habe schon gesagt, Leute, ich kann leider jetzt nicht so, wie ich will, komplett alles aufnehmen, weil ich habe nämlich nur noch 5 Minuten. Wobei ich das wieder dann hochlade, also ich mache dann soweit alles fertig und dann gehe ich extra nochmal los und mache einen zweiten Teil für euch, weil ich werde nicht komplett rumkommen, das kann ich vergessen. Da hinten haben wir wieder einen Revolution-Style. Wow. Ist auch keine super Snake. Ach, ist eine Gewinnaktion oder was? Ja. Wir sind echt nicht ein Wochenende, ach so. Das ist langweilig. Wenn dann schon für immer. Jawohl. Ich gewinne das, nimmst du ein Wochenende, aber kriegst du noch zurück. Wäre auch eine Option. Dann hätten wir eine Sängerin als Auto. Cascada. Und das alles auf Astra Digital. So, und jetzt kommen wir in die Chamäleon-Ecke. Chamäleon unterstrich. Schau mal, Chamäleon, wie hässlich dein BMW hier ist. Das ist genau der richtige genau der richtige Wagen für Chamäleon. Hey, weißt du, was der Chamäleon kriegt? Eines der Fahrzeuge da hinten. So. BMW bei Mercedes weggeworfen. Ah, das kriegt der Chamäleon. Nein. Leute, jetzt haben wir wieder den Mega-Logik-Fail überhaupt. Da steht Mini. Aber eigentlich ist es ein Maxi. Weil das Ding ist ja nicht mehr Mini. Haben wir hier nochmal einen Maxi? Haben wir da noch ein paar BMWs? Fahren in Besenkammer. So, Leute. Dann gehen wir mal weiter zu Yamaha. Meine persönliche Lieblingsmotorradmarke. Ja, hinter dir kannst du eine Gratiszeitung abstauben. Hab ich schon, brauche ich nicht. Das Lustige, ihr habt den Scheiß da abonniert. Ja, holen wir jetzt mal, dann sind wir schneller. So. Leute, wir kommen sogar fast ganz rum, hey. Also, boah, nee, kommen wir nicht, weil die Dinger wieder da sind. Leute, ich muss euch jetzt was zeigen, das ist so geil. Das will ich mir ja auch holen, Leute. Schaut euch mal diese schönen großen Spielzeuge an. Das ist einmal richtig geil, Leute. Spielzeug für Erwachsene. Das würde mir jetzt auch Spaß machen, da rumzufahren mit so einem Teil. Blaues Flaggschiff. Jetzt mogeln wir uns mal kurz dazwischen. Und schauen uns das ein wunderschönes Flaggschiff an, da. Scania. Dann haben wir nochmal einen Scania. Der war letztes Jahr schon da. Und hier direkt vor unserer Nase hat ein Ford Ranger Startprobleme. Habe ich alles auf Video. Habe ich alles auf. Ui, der Krawatt. Ey, Kollege, fahr mich nicht zusammen. Und jetzt hat er Leo geschoben, der Ford Ranger. Ich habe alles auf Videobeweis. Das haben wir alles auf Beweis. Was ist das bei dir, Leo? Schaut mal, Leute, ich habe hier mal. Ich dachte jetzt schon, der fährt hier weiter, aber dann hätte ich jetzt mit den Leo schieben lassen. Und hier ist wieder eine Baustelle. Schaut hin, Leute, da ist noch eine Baustelle. So, Leute, wie fahren wir jetzt noch? Da müsste man eigentlich Toyota noch draufkriegen. Schauen wir mal, ob wir Toyota noch draufkriegen. Wenn nicht, dann fangen wir später wieder bei Toyota an und arbeiten uns an die restlichen Dinge hinter. Wobei wir eigentlich bei der Autoerkältung hätten weitermachen können, die sind nicht so viel. Toyota ist nämlich ziemlich riesig. Und die Autogrippe ist halt nicht so viel. Ih, ein Hybrid, Leute. Ich mag Hybriden, ne? Die sind immer so leise. Hybrid. Die streichen wir alle raus, Leute. Ja gut, ich habe ne. Werden alle zensiert. Dann gehen wir jetzt mal zur MCs Lieblingsmarke. Nee, wir gehen nicht zu der Autokribbe, zur. Da kann man echt gut drauf niesen, Alter. Stell dir vor, da geht's in so einen Autoladen von Dacia. Hallo, ich möchte gerne ein Dacia kaufen. Hör mal. Da kriegen Günther mal mit
Vorsicht, einer mit Hoverboard. Da, Hoverboard, auch spezial. Renne! Der Charlie wird sich jetzt... extra für dich. Jetzt sind wir in der Charlie-Ecke gelandet. So Leute, nehmen wir den jetzt noch mit. Der auch ziemlich japanisch angehaucht ist. Und dann hier an der Stelle würde ich dann mal sagen, dann pausiere... dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das Video hochgeladen ist, dann wird natürlich gleich ziemlich kurz darauf nochmal eins folgen, weil ich mache dann nochmal ein Anschlussvideo. Ja, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Schaut bei meinen super YouTube-Kollegen vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Wiederschauen.